Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen, ja, zurück zu Let's Funplay Factorio. Es gab ja schon mal ein Let's Play dazu von meiner Seite und jetzt ist seit kurzem eine Early Access Version auch auf Steam erhältlich. Ja, also ich finde das Spiel weiterhin sehr interessant und habe auch vor kurzem gerade mal wieder neu gestartet und dachte mir, ey, weißt du was, such dir mal ein bisschen eine schöne Mod raus, die vielleicht auch noch nicht Let's Played worden ist, und bin dann auch spontan auf die Homeworld Mod gestoßen und die verändert das Spiel von der Geschichte ein wenig. Und zwar war es ja bis jetzt immer Hauptbestandteil von dem Spiel, so schnell wie möglich sich eine Raketenbasis zu schaffen und damit wieder auf seinen Heimatplaneten zurückzukommen, weil man ja im Prinzip gestrandet ist auf diesem fremden Planeten. Jetzt ist es allerdings so, wir sind, ich versuche auch eine eigene Geschichte da jetzt ein bisschen mit rein zu interpretieren. Und zwar sind wir losgeschickt worden von unserem Heimatplaneten, auf dem es keinerlei Ressourcen mehr gibt, ja, und sollen mit Hilfe von einem Portal alle nötigen Ressourcen, die angefragt werden, regelmäßig dorthin schicken, damit unsere Leute von der Population her wachsen und auch am Leben bleiben, unsere Kultur, ja. Inwiefern das dann irgendwie irgendwann endet, weiß ich leider nicht. Aber ich fand die Idee ziemlich cool, ja. Also da ist dieses Rennen zum Ding nicht mehr gegeben, zu dieser Raketenabschussbasis. Vielleicht ist das dann irgendwann auch ein Ziel, wenn man dementsprechend alles automatisiert hat, dass der Heimatplanet praktisch unendlich versorgt wird mit allen möglichen Materialien. Weiß ich nicht. Schauen wir mal an. Also ich finde einfach nur auch das Spiel einfach extrem genial. Und von daher starten wir doch nochmal neu. So, ich würde aber gerne ein bisschen was umstellen, weil das hat mich doch letztes Mal extrem genervt. Ich will ein bisschen cheaten, ja, also ein bisschen zumindest. Die Häufigkeit von Eisenerz hätte ich gerne auf häufig gesetzt, genauso wie Kupfer. Und Stein ist okay, Sand wird noch eine richtige Rolle spielen. Lassen wir aber mal auf normal. Kohle bitte häufig. Rohöl bitte auch häufiger. Dann die Feindbasen sollten normal sein, das ist okay. Das Wasser mittel bis klein. Ja, wir brauchen das Wasser noch. Werdet ihr noch sehen. Eisenerz darf ruhig mal groß sein. Auch das Kupfererz darf groß sein. Sowie die Kohle. Mal ein bisschen mehr, damit man nicht so ewig lang auf der Map rumsuchen muss, gerade am Anfang. Ich bin ja nicht unbedingt der Freund von direkt die Enemies zu töten und so weiter, um weiter Land zu erschließen. Deswegen lieber direkt von vornherein einfach mal ein bisschen besser aufbauen zu können. So, Feindbasen, Mittel bleibt, Stadtgebiet bitte sehr groß. Und die Gegner greifen bitte nicht zuerst an. Ja, also das ist ja so nervig, wenn du dich um deine Sachen kümmern musst und ständig greifen da die Feinde an. Ja, da kannst du dir direkt auch selber ein Spiel machen, wenn du das möchtest. In Richtung die Tower Defense. Ja, diese Mods gibt es ja auch. Aber wie gesagt, für mich, ich will erstmal in Ruhe was schön aufbauen, gemütlich. Ja, ohne mir einen Stress machen müssen. Zur Verteidigung. So, Eisenerz darf dann direkt sehr viel bitte immer sein, genauso bei Kupfer. Stein, Sand bleibt, Kohle bitte sehr viel. Das sind ja die Grundmaterialien, die wir brauchen. Und Öl viel, damit man es, ja, wenigstens viel. So, die Feindbasen sind von der Menge. Ja, machen wir eher wenig. Größe, Mittel ist okay. Es ist in Ordnung, jawohl, das passt alles. Jetzt hoffe ich, ich kriege auch eine gescheite Map dadurch zusammen. Schauen wir mal. Ich bin halt, wie gesagt, eher so der Aufbausimulator. Ja, da soll nicht unbedingt zu viel Stress am Anfang sein. So, freies Spiel von Factorio. Diese Message ist geblieben. Oh ja, da sehen wir schon. Hat sich richtig rentiert, das alles so einzustellen. Ja, also definitiv. Wir müssen allerdings direkt am Anfang relativ nah ans Wasser gehen. Das erkläre ich euch dann auch noch. Und es ist jetzt auch wichtig, Wald in der Nähe zu haben. Also das Spiel ändert sich, wie gesagt, schon von vornherein auf gewisse Stellen. Jetzt geht es natürlich ganz billig los. Wir brauchen erstmal eine Spitzhacke, damit wir hier ein bisschen besser vorankommen, was die Rohmaterialien angeht, bis wir soweit sind und alles selber herstellen können. Kohle. Ich würde sagen, erstmal Kohle. So, das Ganze können wir drehen mit R. Genau, und dann können die sich gleich gegenseitig befeuern. Jetzt kommt da erstmal ein bisschen Kohle rein. So, wo habe ich denn die Kohle jetzt hin? Ich habe da eben Kohle. Habe ich nicht bis zum Ende gehauen eben. Okay, komm. Hau mal ein bisschen Kohle ab jetzt. Fängt ja gut an.
Brisbane der Noob probiert sich mal wieder. Kann ich eigentlich direkt noch einen zweiten? Was brauche ich denn? Eisenräder, okay. Kriege mal alles hin. Ne, ich möchte mal nur das Inventar öffnen. Muss man natürlich erstmal wieder dran gewöhnen. Sollte ich jetzt direkt eine Box dran stellen? Ich habe ja nicht mal Holz. Pass auf. Wir brauchen als erstes Eisenplatten. Ganz wichtig sind Eisenplatten. Dementsprechend, na, nicht vom Weg abkommen. Sollten wir erstmal Eisen abbauen. Ich glaube, pro Eisenerz gibt es auch eine Eisenplatte, ne? So, dann setzen wir unseren ersten Schmelzofen mal hier in die Gegend. Da kommt jetzt das Eisen rein und ich brauche Kohle. So, bleiben wir mal kurz hier vorne stehen, dann macht das ja automatisch. Drücken dauerhaft F, dann wandert alles, was an Kohle hier produziert wird, direkt bei mir in den Schoß. Das ist schon mal nicht schlecht. So, also das sollte mal langen, um ein bisschen Erz herstellen zu können. Linke Maustaste bitte, nicht die rechte. Dieser typischen Anfängerfehler. So, bauen wir noch ein bisschen Eisen ab. Wir brauchen schließlich noch ein bisschen was. Ich finde das, wie gesagt, super interessant. Am Anfang jetzt zieht es sich ein bisschen, gebe ich gerne zu. Da könnt ihr vielleicht sogar wirklich mal ein, zwei Folgen vorspulen. Ich nehme es trotzdem auf. Manche finden es vielleicht doch interessant, wie das Ganze sich entwickelt. So, jetzt haben wir ein paar Eisenplatten. Mit den Eisenplatten bauen wir jetzt mal... Wo ist es denn jetzt schon wieder? Ich muss mich erst wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Da fehlt uns ein Schmelzofen. Für den Schmelzofen brauchen wir 5x Stein. Na gut, dann werden wir jetzt auch noch 5x Stein abbauen. Damit wir unseren zweiten Erzförderer bauen können. Ich zeige euch auch gleich, warum, wieso, weshalb. So, Erzförderer, zack. Jetzt haben wir nämlich schon mal die erste Automatisation im Prinzip. Ja, also total billig ganz am Anfang. Wir drehen das jetzt in die Richtung, dass er das geförderte Erz hier in diese Maschine reinpackt. Und die Maschine steht ja schon so rum, dass er es in die rechte Maschine reinpackt. Dementsprechend werden die sich jetzt abwechselnd befüllen mit Kohle. Und somit haben wir schon eine automatisierte Kohleerstellung. Ja? Das wird natürlich nachher noch... Oh, das wird richtig groß. Aber für den Anfang erstmal ganz gut. So, jetzt schauen wir mal kurz. Wir könnten noch ein bisschen Eisen abbauen. Für den Anfang. Wir brauchen nämlich jetzt noch Eisenplatten, dass wir dasselbe auch mit dem Eisenerz tun können. Dementsprechend Eisen. Erz. Ich erinnere mich da an die, ich glaube, das war die World of Warcraft Zeit. Da haben wir uns immer gegenseitig in der Gilde hochgenommen, wenn wir dann Erz gesucht haben und gleichzeitig ein Erzvorkommen gefunden haben. Dann sind wir immer um die Wette gerannt. Erz. Dementsprechend, oh, da ist meine Spitzhacke schon kaputt. Das ist schlecht. Was fehlt denn hier? Eisenplatten? Eisenstab? Also, ich muss natürlich, ja klar, logisch. Also, brauchen wir mehr Eisen, das ist doch kein Problem. Ich könnte mittlerweile auch mal hier die Kohle rausnehmen. Mit Steuerung linksklick könnt ihr automatisch immer den gesamten Inhalt aus einer Truhe herausholen. Theoretisch könnte ich jetzt schon das Homeworld-Portal setzen. Das Problem ist, die verlangen natürlich sofort Fisch und so weiter. Ja, also direkt Nahrung und... was war's noch? Es gibt zwei Dinge am Anfang. Nahrung und... Also Fisch und... Ich glaube Holz. Genau, Holz. Das Problem ist, ich kann ja noch gar nichts davon bauen. Ich habe noch nichts entwickelt. Also bringt mir das Homeportal am Anfang erstmal wenig. Da muss ich auch mal nachher schauen, dass ich das richtig platziere. Dass dann nachher alles im Prinzip, was die brauchen, dort automatisch hinführt. So, jetzt haben wir mal 22 Eisenplatten. Jetzt können wir doch mal direkt weitermachen. Was fehlt denn hier? Schmelzofen nachher, okay. Also nochmal ein bisschen... Oh, komm. Zack, erstmal eine Spitzhacke. Und jetzt bitte nochmal 10 Steine. Wir brauchen vorneweg mindestens 2 Erzförderer jetzt noch fürs Eisen. Und sobald wir dementsprechend alles aufgebaut haben, können wir uns auch langsam an die Forschung machen und können dann die Automatisierung etwas vorantreiben. So, jetzt machen wir erstmal ein. Ich schau mal, es gibt schon Fließbänder. Könnte ich theoretisch schon anfangen, das Ganze einigermaßen zu automatisieren? Jetzt bauen wir erstmal. Oh, nee, okay. Jetzt haben wir ihn gebaut, was soll's. Also, und zwar setzen wir den direkt hier oben. Ja, da kommen später noch die anderen. Das ist ja am Anfang erstmal eigentlich uninteressant, wie diese platziert sind. So, ab also hier her. Dann hole ich mir mal Kohle. Steuerung linksklick, wie gesagt, holt alles automatisch raus.
So, und dann kriegen die hier, linksklick bitte, erstmal jeweils einen halben Stack. Zack, rechte Maustaste, hast du automatisch einen halben Stack in der Hand. So, jetzt produzieren die die Geschichte. Und jetzt brauchen wir erstmal, wäre vielleicht nicht ungeschickt, Eisentruhen, dass sie das da reinpacken. Okay, uns fehlt Eisen. Also, machen wir erstmal hier wieder einen auf Sammeln, 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 immer hin und her rennen mit der F-Taste, damit wir die Eisen, die da rauskommen, automatisch mal rausholen. Da da dam, da da dam, da dam. Ich würde nämlich gern gleich mit Eisentruhen anfangen, da brauche ich jetzt nicht extra unnötig Holz zu holen. Das wäre ein bisschen für den Arsch. So, müsste man ein bisschen was gekriegt haben, wunderbar. Bitte einmal verarbeiten und mach mal hier das Ding vollkommen. Kohle mangelt es jetzt erstmal nicht. Das funktioniert ja Gott sei Dank wunderbar hier. So, natürlich funktioniert das bei den Erzförderern nicht hier auf Eisen. Ja, die können sich gegenseitig mit Material halt F. So rum, genau. So, noch ein bisschen das Erz so einholen. Und ich glaube, wenn wir dementsprechend viel Eisen haben. Ja, wir brauchen, wie viel brauchen wir für eine Eisentruhe? Schon 8 Eisenplatten, ist schon ein Haufen Zeug. Ich glaube, wir können sogar eher dann direkt anfangen mit den Fließbändern. Das Problem ist nämlich, ich bräuchte dann auch, bevor er. Na, die brauche ich sowieso. Na, ja. Es wird Zeit, dass wir Strom kriegen, ja? Das ist die erste Evolutionsstufe sozusagen, dass wir Strom bekommen. Oh, hier hat es schon aufgehört. Mal wieder Eisen reinpacken, bitte. Gut, nichtsdestotrotz machen wir das mal, um das Prinzip auch zu erklären. So, jetzt bauen wir hier so 2 KF-Ärmchen und zwar mit dem Pfeil. Ich zeige euch mal das ein bisschen näher. Das ist auch so geil hier, der Zoom. Das habe ich auch im letzten Let's Play schon erklärt. Der Zoom ist episch. So, und zwar, es spielt jetzt keine Rolle, wo man das dran setzt. Die Hauptsache ist, dass dieser Strich zur Maschine steht und der Pfeil von der Maschine wegweist. Einmal hierher und einmal hierher. Und jetzt seht ihr, die sollten aber nicht die Kohle rausholen, Jungs. Wieso holt ihr die Kohle raus? Hat denn der wieder gehabt? Ihr sollt mir das Eisen hier rausholen. Spielt es eine Rolle, wo die stehen? Nein. Ach, ich hab. Okay, Mist. Mist gebaut. Die Greifarme darf ich nicht. Die holen alles Mögliche raus. Die sind ja nicht intelligent. Die holen einfach alles, was geht, raus. Stimmt, ich muss wirklich erst die Eisentruhen bauen. Also. Fehlt mir natürlich jetzt. Wie könnte es anders sein? Fehlt mir natürlich jetzt Eisen. Okay. Kein Problem, kriege mal alles hin. Also müssen wir erstmal dafür sorgen, dass das Eisen automatisch von der Maschine in eine Eisentruhe reingeschüttet wird. Erst dann können wir das aus der Maschine rausholen lassen. Sorry an dieser Stelle, wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her. Muss mich da erst wieder dran gewöhnen. So, machen wir 2 Eisenkisten und jetzt geht's los. Eine hierher und eine hier. Und hier ist die Ausschüttung, das seht ihr, ja? Also das seht ihr auch, wenn ihr draufklickt, ne? Der Pfeil zeigt dahin, wo das Eisen nachher hintransportiert wird. Jetzt hole ich erstmal wieder ein bisschen Kohle ab. Zack, zack, damit hier auch alles schön am Ackern ist. Du bist einigermaßen voll, dann komm, dann hauen wir das noch rein. So. Und machen hier einfach mal voll. Halt. Linke Maschine, rechte Maschine, voll. Wunderbar. Jetzt wird automatisch sehr schön viel Eisen produziert. Wunderherrlich. Also zumindest so lange, wie die Kohle langt. So, und jetzt kommen wir zu dem Step, den ich ursprünglich zeigen wollte. Dasselbe Prinzip natürlich hier auch. An die Kiste ransetzen, an die Kiste ransetzen. Und jetzt wird schon mal das Eisen aus der Kiste heraustransportiert. Aber wohin? Ja, am geschicktesten wäre natürlich in den Schmelzofen, ne? Weißt du was? Dann mach mal rechte Maustaste, dann kannst du jeden Ofen automatisch abbauen. Und dann machen wir jetzt einfach hier 2 Schmelzöfen erstmal hin. Da fehlt mir jetzt Stein, ne? Ist klar, ja. Also, hol mal bitte 5 Steine. Dann werden wir als nächstes auch einen Förderer für Stein bauen müssen. Weil das werden wir auch in Zukunft relativ häufig brauchen, weil der Schmelzofen, der bleibt erstmal eine lange Zeit. So, also Schmelzofen bitte. Und dann bitte einmal in den Schmelzofen rein. Und auch du bitte in den Schmelzofen hinein. So, jetzt braucht hier alles Kohle. Ja, jetzt ist es am Anfang wird es ein bisschen schwierig. Hier braucht erstmal alles Kohle. Die Greifarme natürlich nicht ganz so viel, deswegen ist ein halber Stack fast ein bisschen übertrieben. Aber auf jeden Fall die Öfen. Jetzt kriegen die erstmal jeweils einen halben Stack noch. So, und dann hole ich erstmal frisch Kohle. Und dann kann es weitergehen. Na, schön.
Steuerung linksklick, um die Sachen herauszuholen. So, als nächstes bräuchten wir jetzt wieder entweder Truhen oder Fließbänder. Das Problem ist, ich habe noch nicht so viel Eisen. Wird aber jetzt produziert. Das müsste doch auch erstmal lang, theoretisch. Hier, einmal zum Verarbeiten bitte hier rein. So, gucken wir mal kurz auf den Stand der Kohle. Hier ist alles cool, hier ist alles wunderbar. Die Greifarme, die brauchen wie gesagt eh nicht viel. Da ist es echt zu viel, was ich da drin habe. Hier, da sind 5er-Stack, kann ich dir noch geben, aber ansonsten ist das echt too much. Ja, das langt dicke. Da geben wir lieber den Schmelzöfen, die verbrauchen das definitiv sehr viel mehr. So, damit ich an meine Eisenplatten rankomme. Das ist erstmal eins der wichtigsten Dinge, die Eisenplatten. Denn wenn ich Eisenplatten habe, dann kann ich auch Fließbänder herstellen. Und ihr seht schon, die Zwischenschritte nimmt mir das Spiel automatisch ab. Man müsste nämlich, um Fließbänder herstellen zu können, erstmal Eisenzahnräder herstellen. Ja? Eisenzahnräder könnte ich theoretisch auch selber herstellen. Ja? Wie gesagt, nimmt mir aber in dem Moment das Spiel ab. Das Problem ist halt später, wenn du wirklich dann Produktionen hast, die, keine Ahnung, 10 verschiedene Items brauchen oder so, da kommst du halt mit dem ganz normalen Herstellen nicht mehr klar. Und da bist du froh, wenn alles automatisiert ist. Darum geht es im Endeffekt in diesem Spiel. Alles sich so einfach wie möglich zu gestalten. So, jetzt haben wir mal wieder einige Eisenplatten. Jetzt können wir auch direkt mal mit diesen Fließbändern anfangen. Da brauchen wir wirklich massig, massig, massig. So, und jetzt zeige ich euch mal das Tolle hier an diesem Spiel. Jetzt bauen wir beispielsweise ein Fließband. Na, machen wir mal so und so. Dann bauen wir dasselbe einmal in die Richtung. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Ne, hier in die Mitte, da geht es. Wenn ihr jetzt nur eine Seite gebaut hättet, hätte sich das jetzt verbunden. Dadurch, dass wir aber schon von beiden Seiten kommen, geht das automatisch hier zusammen. Sehr schön. Und jetzt könnt ihr, wer hätte es gedacht, hier die Greifärmchen nehmen, hier hin platzieren. Machen wir das mal außen. Machen wir das auch hier außen. Und jetzt transportieren die alles automatisch auf die Fließbänder. Und wie ihr schon sehen könnt, das hat einen Grund gehabt, dass ich die, dass ich das Ganze hier so gebaut habe. Ich erkläre euch auch gleich warum. Ich hole erstmal noch Kohle für die Ärmchen. Und baue mal diese Lane klein ein bisschen weiter, damit das Eisen auch mal irgendwo landet. So. Erst kurz befüllen. Machen wir 8 davon. Die brauchen wie gesagt nicht so viel. Und 8 davon hier rein. So, und wir haben da eine automatische Eisenplattenproduktion, ja? Also vom Rohstoff über die Verarbeitung bis hin zur Vollendung. Ja, wie gesagt, man muss hier echt ein bisschen drauf achten wegen den Fließbändern. Die Greifarme legen, die normalen kleinen, legen automatisch immer auf die gegenüberliegende Seite des Fließbandes die Teile, die sie rausholen aus irgendeinem Betrieb, ab. Dementsprechend in der Mitte zusammenführen, ja? Und das Ganze funktioniert ganz gut. Hätte ich jetzt praktisch, sagen wir mal, diese Lane hier weitergeführt nach links, dann würden nur auf einer Seite die ganze Zeit Eisenplatten liegen bleiben. Wird aber später auch noch interessant. Die Mischung macht es dann im Endeffekt aus. Man braucht ja dann verschiedene Materialien, um gewisse Dinge herzustellen. Und insofern wird das auch mit dem Mischen nachher noch richtig interessant. So, jetzt möchte ich aber die Eisenplatten mal kurzfristig... Bevor wir in die Produktion... Wobei, sollen wir direkt in die Produktion gehen? Wäre vielleicht nicht ungeschickt. Was wäre denn das Erste, was wir brauchen? Das wären Wissenschaftspakete. Denn wir wollen in die Forschung reingehen. Und dazu brauchen wir Kupfer. Gut, fangen wir erst nochmal von vorne an. Und zwar, jetzt können wir übrigens hier alles aufsammeln. Auf dem Fließband mit F gedrückt halten. Und dann kommt alles schön ins Inventar. So, was fehlt mir denn hier noch? Also Stein. Wir sollten jetzt auch mal Stein automatisieren. Wobei ich Stein nur in eine Truhe sammeln werde. Also das Stein wird erstmal noch nicht interessant, um das irgendwo auf Fließbänder einfließen zu lassen. Das kommt erst später. So, jetzt machen wir wieder hier einen Erzförderer. Einer langt. Hauen das hier auf Stein drauf, bauen eine Truhe davor, bitte auch direkt eine Eisentruhe, damit schön viel reinpasst. So, und dann braucht das ganze Ding nur noch Kohle. Das kriegt direkt einen 50er-Stack. Und damit haben wir auch eine Steinproduktion. Wunderbar. Haben wir jetzt erstmal kein Problem mehr mit Rohmaterialien. Ich hole mir erst die Kohle hier wieder ab. Immer zwischendrin mal leer machen. Der maximale Stack hier ist nämlich 50. Wenn das Ding voll ist, ist erstmal Sense. Dementsprechend immer mal wieder leer machen. Gut. Schauen wir kurz auf den Bestand. Hier hauen wir mal wieder rein, die brauchen ja doch am meisten. Genauso wie hier machen wir auch nochmal voll.
Das machen wir voll, dass hier nichts zum Stillstand kommt jetzt am Anfang. Ich schaue mal ganz kurz. Okay, da ist erstmal nichts geändert worden. Die brauchen wirklich immer noch relativ wenig. Gut, so einen halben Stack können wir noch dazu packen, bis wir endlich Strom bekommen. So, also, wir haben Kohle, Generation, Generierung, wie auch immer. Also es wird Kohle hergestellt, es werden Eisenplatten hergestellt und Steine kriegen wir auch. Sehr schön, da haben wir erstmal unseren ersten Schritt erledigt. Dann wäre der nächste Schritt, jetzt muss ich selber mal wieder schauen, die Energie, der Strom. Beziehungsweise auch die Forschung. Für die Forschung brauchen wir elektronische Schaltkreise, da brauchen wir direkt Kupfer. Für den Strom brauchen wir das noch nicht. Deswegen sollten wir vielleicht erstmal mit dem Strom anfangen. Ist natürlich doof, dass jetzt gerade dunkel ist. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Okay. Dann würde ich fast sagen, da hier Kohle ist, das ist sehr praktisch, werden wir auch hier, ich sehe gerade relativ wenig, ist gerade ein bisschen doof gemacht, werden wir auch hier die Stromversorgung starten. Jetzt machen wir erstmal zwei Heizkessel und eine Dampfmaschine. Das langt für den Anfang. Dann brauchen wir noch ein paar Rohre. Und zwar machen wir einmal auf und ab und noch ein paar nebenbei. Mit rechter Maustaste könnt ihr übrigens 5 auf einmal herstellen. So, jetzt kommen diese... Ach, mir fehlt noch was, sehe ich gerade. Da war noch was. Ne, die Steuerung, die Steuerung. Mit Q abbrechen, was man gerade tut. Jetzt fehlt mir noch hier eine Offshore-Pumpe. Jetzt brauche ich doch Kupfer. Okay, kein Problem. Für elektronische Schaltkreis, da verfolgen wir auch mal ganz kurz, wie das losgeht. Zwei elektronische Schaltkreise und dafür brauchen wir 3 Kupferkabel und eine Eisenplatte. Ein Kupferkabel besteht aus einer Kupferplatte. Okay, also 3-mal Kupfer bitte. Ja, machen wir 10 Stück. Kupfer wird dann das nächste sein, was wir automatisieren. Baue jetzt erstmal gechillt 10 Kupfererz ab und packe die in einen Schmelzofen. Und dann kriegen wir auch Kupferplatten. Das können wir direkt hier machen. Da brauchen wir gar nicht so weit weg. Wenn wir dann nachher die Produktion hier aufbauen, dann passt das ganz gut. So, Schmelzofen, Erz rein und da fehlt noch ein Bestandteil für den Ofen, dass der laufen kann. Wer hätte es erraten? Die Kohle. Ja, kannst du ruhig voll machen. Dann machen wir mal ein paar Kupferplatten. Und dann können wir auch mit der Stromproduktion endlich anfangen. Dann können wir nämlich die ganzen befeuerten Gerätschaften auch direkt eliminieren. Das Einzige, was noch Kupfer braucht in Zukunft, sind der Schmelzofen dann erstmal und der Heizkessel. Aber wir können direkt die elektrischen hier ersetzen, die Greifarme zum einen und auch die Erzförderer. Ja, dass wir darauf nicht mehr zugreifen müssen. So, das müsste lang. 8, 9, jawohl, fast alles abgebaut. Super. Ja, jetzt sorge ich mich erstmal um Strom. Dann brauche ich nämlich jetzt hier keinen befeuerten Erzförderer hier oben drauf zu setzen, sondern ich kann direkt mit dem normalen elektrischen Erzförderer anfangen. Jetzt eine Offshore-Pumpe bitte. Die pumpen wir jetzt erstmal. Und das wäre jetzt ungeschickt, wenn ich das direkt am Öl machen würde. Es ist zwar nur ein kleines Ding. Warte mal. Mal kurz schauen, wie ergiebig. Oh, 300. Das ist schon für den Anfang sehr gut nachher. Dementsprechend sollten wir uns da Platz lassen. Wie ist denn hier aufgebaut? Lass mal kurz schauen. Und da unten ist auch noch ein Haufen Öl. Oh, das muss man alles ein bisschen bedenken für die Zukunft, dass man sich da nichts verbaut. Okay, also die Pumpe hier rein. Dann machen wir erstmal zur Verbindung. So, dass man vor allen Dingen hier durchlaufen kann. Wenn ich jetzt hier ein Rohr direkt gesetzt hätte, ein normales Rohr, dann hätte ich mich hier direkt blockiert und könnte nicht mehr hier durchlaufen. Ja, da muss man auch ein bisschen drauf achten. So, und damit das Ganze schön sichtbar wird, hier kommt das Wasser an. Und jetzt kommt der Dampfkessel dazu ins Spiel. So, jetzt kriegen die jeweils erstmal so einen kleinen Stack rein. Und jetzt beheizen die praktisch erstmal das Wasser, das hier rausgepumpt wird. So, jetzt machen wir dasselbe Spiel. Wir machen das anders. Sekunde. Weil hier nochmal ein paar Pumpen nachher ankommen werden, machen wir erst noch ein paar Rohre. Die können wir dann nachher ersetzen durch die Heizkörper. Da mache ich jetzt auch kein Auf und Ab dazu. Und hier kommt jetzt direkt die Pumpe ran. So. Jetzt müsste das, jetzt muss ich mal kurz schauen. Temperatur 100 Grad, jawohl. Hier nimmt das erstmal ab, weil hier noch der Abnehmer noch nicht funktioniert.
Und der Abnehmer funktioniert so lange noch nicht, wie er keinen Strom abgeben kann. So, jetzt komme ich doch wieder zum Holz. Denn wir brauchen Strommasten. Holz war, glaube ich, hier irgendwo, genau. Da werden wir uns gleich mal ein bisschen was zurechthauen. So, damit ich die Strommasten setzen kann. Denn das ist die einzigste Möglichkeit hier in dem Spiel, die Energie zu verteilen. So, 20, ja komm. Also Strommasten brauchen wir massig, dementsprechend ruhig hier einiges abkloppen, dass wir gleich genügend Strommasten bauen können. Ansonsten sind wir da ruckzuck auf dem Trockenen, was das angeht. Wir haben dann doch schon einiges an Range zu überbrücken, also an Distanz, bis alles mit Strom versorgt ist. Dementsprechend brauchen wir auch viele Baumstämme. 60, ja, komm, mach das Zeug hier noch weg. Ja, pass auf, Leute, dann machen wir einfach einen kleinen Schnitt. Die Aufnahme ist bis hier erstmal beendet. Ich setze wieder an bei 25 Minuten pro Aufnahme circa. Wenn es mal ein bisschen länger dauert oder ein bisschen weniger, ist gut. Ja, weniger nicht, aber eher länger. Da das jetzt gerade gut passt zu dem Baum abpflanzen, kann ich ein kleines Päuschen machen. Ich sag mal, bis gleich, bleibt am Ball. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie das Ganze mit der Automatisierung nachher noch richtig vonstatten geht, schaut weiter. Es ist echt ein super Spiel. Bis gleich.